Ahoi ihr Lieben, hoch oben bin ich von AIDA Nova, nämlich in meiner Balkonkabine auf Deck 17 und es ist Seetag, heute der erste Seetag der Reise. Ich habe lange geschlafen, ja, bis um kurz vor 11 sogar. Und jetzt geht es gleich erstmal zum Frühshoppen, ganz kurz, und dann wollte ich mal den Escape Room ausprobieren, der hier ja an Bord ist. Jetzt probieren wir erstmal Wach und Mutter. Ja, guten Morgen. Ja, ihr habt schon gesehen, ne? Da gingen die Krüge hoch, da ist ganz schöne Stimmung. Ich hatte jetzt halt nur wirklich relativ kurz Zeit, weil es jetzt für mich in den Escape Room geht. Ich gucke mal, dass ich euch den kurz auch zeigen kann, aber natürlich will ich da keine Geheimnisse oder so verraten. Ja. Wobei, so kann sich das Blatt innerhalb von Sekunden wenden. So, wir wären jetzt nur zu zweit gewesen im Escape Room, deswegen ist das Ganze verschoben auf 14 Uhr. Und was macht man dann bei unvorhergesehener Planänderung? Ja, man nimmt dann erstmal einen Nachtisch. So für mich hier der Eiskaffee. 4 Euro kostet der hier im Eiskaffee. Ich hoffe ja, dass ich euch in dem langen Rundgang damals alles gezeigt habe hier auf der Nova. Aber eine Sache habe ich hundertprozentig vergessen. Und zwar ist das hier dieser Grill, der sich hier außen befindet, am Außendeck. Ja. Also das habe ich damals irgendwie nicht gewusst, dass es dann hier so Dinge gibt wie, ihr könnt es schon ahnen, das sieht hier schon nach Hotdog aus. Ne? Also Hotdog gibt es hier, ja, zum Beispiel. Oder aber Spare Ribs oder Rosmarinkartoffeln, Bratwurst, so Salat, Krautsalat. Ja. Also das ist doch hier auf jeden Fall, ja, für draußen einfach eine ganz schöne Geschichte, ne? Dass man hier nochmal die Möglichkeit hat, was zu essen. Was könnte es Schöneres geben am Seetag als einfach mal nichts tun? Der Haken ist, wenn man halt jetzt am Vloggen ist und nichts tut, dann ist halt auch nichts zu vloggen. Also ein bisschen doof. Hier kann man schon richtig gut sitzen, muss man sagen. Ich habe ein sehr schönes Sofa entdeckt. Dreh mal um hier. Ah, hier ist gemütlich. Also, so, jetzt muss man sagen, ich meine, gut, ist gerade Essenszeit, ne? Aber jetzt zu sagen, es wäre jetzt hier irgendwie voll in, kann man jetzt nicht sagen. Also vereinzelt hier und da, aber da muss man sagen, verteilt sich jetzt ganz gut. Aber das ist jetzt auch eine Reise außerhalb der Ferien, muss man sagen, wo jetzt die Kabinen meistens nur mit 2 Leuten belegt sind und ich mit 3 oder 4. Und wo man dann ja auch mal dabei sein kann hier am Seetag oder immer natürlich, wenn hier im Theater geprobt wird. Ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Theater kann man natürlich abschließen und da proben. Geht natürlich im Theater hier nicht, deswegen ist dann die Probe immer öffentlich. Jetzt ist ja natürlich der Witz am Seetag. Wie sieht es denn aus am Pooldeck oder überhaupt am Außendeck? Ein klassisches Pooldeck in dem Sinne ist es ja nicht, auch wenn es einen Pool natürlich gibt. Aber klein, findet man denn hier Plätze zum Sitzen oder Liegen? Muss man sagen, ich bin hier gerade rausgekommen. Ich muss hier jetzt meine Suchaktion eigentlich gar nicht weiter fortsetzen, weil ihr seht, ich bin fündig geworden tatsächlich schon. Klar, das ist nicht repräsentativ, ne? Das ist völlig klar. Wir haben es heute, müsste gleich mal genau gucken, ob es so 16, 17 Grad sind, aber wenn man halt hier so ja, Sonnenschein hat, dann fühlt sich das an locker wie 20, 21 Grad, auch wenn ich mir trotzdem eine Jacke angezogen habe. Aber das scheint dann jetzt hier nicht so das Problem zu sein. Ne? Auch ich gucke noch mal ein bisschen weiter, also würde ich sagen mal ein paar Impressionen hier vom Seetag am Pooldeck. Beachclub geht natürlich auch am Seetag, hier muss man aber sagen, extrem warm, ja. Also hier ist es wirklich so ein Fall, wenn man dann irgendwie lieber kurze Hose tragen möchte und so, dann kommt man besser hier rein, ja, weil hier ist boah, richtig warm. Und hier drin im Beachclub, ja, sieht man dann hier auch diese Muscheln sozusagen und ja, viel Reservierung habe ich jetzt hier bislang noch nicht gesehen, aber ja, hier muss man sagen, ja, das ist natürlich was, das gibt man nicht so leicht auf, ne? Wenn man das erstmal hier sich erkämpft hat sozusagen. So, und jetzt ist es Zeit hier für den Mystery Room. Ja, das ist natürlich was,
wo man gar nicht so viel groß dann gleich filmen kann, weil ich will ja irgendwie das Geheimnis nicht verraten, aber ich werde das mal, also riesiger Raum schon mal hier, relativ dunkel. Ich werde euch natürlich hinterher verraten, wie es mir gefallen hat und ja, ansonsten dann hier natürlich die Kamera erstmal ausmachen. Einer der wenigen Orte an Bord hier, wo ich jetzt nicht wirklich filmen konnte, der Escape Room. Eins darf ich schon mal sagen, wir haben es geschafft. Wir waren eine Sechsergruppe. Timon war ja auch mit dabei. Ja. Und wie warst du? Du hast auch schon mal ein Land Escape Room gemacht, ne? Genau, ich habe einen in Hamburg schon mal gemacht und auch noch mal im Ausland. Da war es ganz was anderes, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben das Rätsel recht schnell gelöst in der Sechsergruppe. Wie lange haben wir gebraucht? 40 Minuten. Also ja. 5 Minuten vorher waren wir fertig und so. Aber war wirklich extrem professionell der Raum. Also das ist jetzt nicht was, ich habe es bei einer anderen nicht näher genannten Reederei, habe ich schon mal ein Escape Room gesehen. War nicht so, also war sehr einfach dagegen. Dagegen war das richtig, richtig gut. Aber gab viele Tipps auch, fand ich. Ja, also schon so alle 5 bis 10 Minuten wurde ein Tipp gegeben. Ja, oder genau. Alle 5 Minuten eigentlich. Ja. Aber sie meinte dann am Ende, ja, wir waren eine gute Gruppe und andere brauchen mehr Tipps. Das sagt sie allen wahrscheinlich. Also es lohnt sich, finde ich. Also wenn man Spaß an sowas hat, an so Rätseln, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sowas schon mal an Land gemacht hat, das hat hier durchaus auch das Niveau. Also zumindest auch erstmal von der Ausstattung des Raumes und so, wie man es auch an Land hat. In guten Escape Rooms natürlich nur. Statt Mittagessen jetzt heute eine Kleinigkeit im French Kiss. Und zwar gibt es hier so ja, besonders kreativ gestaltete Baguettes. Die gibt es allerdings nicht so alleine. Also das gibt es kostenlos, aber man müsste dann ein Getränk bestellen. Also ich habe jetzt gleich noch ein Wasser bestellt, das kommt gleich noch. Ja. Also das ist immer die Voraussetzung hier im French Kiss, dass man eben ein Getränk auch tatsächlich bestellt. Also dieses Baguette war wirklich extrem lecker. Was ich da schön fand, auch dieses Baguette war schon irgendwie sowas Besonderes. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so eine Mischung aus Croissant und Baguette. Aber ja, auf jeden Fall lecker und auf jeden Fall ausprobierenswert. Ja, man sieht, ne, so richtig klassische Mahlzeiten heute noch gar nicht gegessen. Also der Frühschoppen da vorhin, dann irgendwie ein Eisbecher und jetzt hier dieses Baguette. Also ja, dann Mittagessen oder so braucht man im Grunde gar nicht. Ne? Also dann später nur noch Abendessen und dann ist eigentlich gut. Also man geht hier halt gar nicht dann unbedingt bei so vielen Möglichkeiten jetzt immer so in die, ja, ich sag mal, klassischen Restaurants. Wie ihr seht, sind wir wieder auf der Kabine und ich habe mich umgezogen und habe Kleidung an, von der viele von euch bezweifelt hätten, dass ich sie überhaupt besitze, nämlich Sportklamotten, jawohl. Denn es geht gleich zum Spinning und wenn das jetzt so eine unglaublich authentische Fernsehreisesendung wäre, dann würde ich jetzt fragen, oh, Timon, hast du denn schon mal Spinning gemacht? Nein, noch nie. Wusste ich das natürlich. In dem Mal wusste ich das natürlich. Also insofern, das wäre ja total unauthentisch, wenn ich ihn jetzt fragen würde. Also du hast noch nichts Spinning gemacht. Bin mal sehr optimistisch. Mit viel Musik und habe ich an Bord bislang auch noch nicht gemacht. Also gucken wir mal. Wobei, ist jetzt vom Treten ist es leichter als das Tandem gestern, oder? Ja, noch ist es leichter, weil wenn ich die Intensität hier runterschraube. Ja, ich glaube, das kommt doch. Ne? Das ist dann da irgendwie deutlich schwerer. Zumindest muss ich hier nicht für dich mittreten wie beim Tandem gestern. So, und der! Atme durch! Einmal hinauf! Einmal lösen! Ja, also das hat richtig Spaß gerade gemacht, das Indoor-Cycling. Das Ganze war übrigens kein Fitnesstrainer, nee, sondern das war Eike, der ist hier dritter Ingenieur an Bord, steht auch auf seinem Schild dann. Ja, und der hat das halt früher immer schon gemacht, dass er irgendwie Spinning-Trainer war und ja, deswegen macht er das auch hier an Bord. Und das hat er richtig gut gemacht, also auch mit Stimmung und so. Ich finde das immer so ein bisschen, es gibt halt auch so Spinning-Trainer, die das dann so sehr, ja, fast schon gelangweilt machen, ja, aber er hat das richtig, richtig gut gemacht, ja. So, sonst war es relativ frisch gerade. So, die Idee war jetzt gerade vielleicht nochmal so die Rutsche auszuprobieren. Also natürlich, nachdem der Schweiß weggeduscht ist. Aber also gucken wir mal, ob wir das jetzt machen.
Im Vergleich zur Ida Prima und der Ida Perla ist das ja eine Rutsche mehr. Es gibt hier noch eine dritte Rutsche, habt ihr gesehen. Ja, und dann haben Timon und ich hier auch Wettrutschen gemacht. Und unglaublich, auf die Zehntelsekunde beide gleich gut, ja, oder gleich schlecht, weiß ich nicht, 11,7. Angeblich soll der Rekord bei 7 Sekunden liegen, ja, irre. Also, ja. Rutsche übrigens war so gegen 18 Uhr oder was, total leer, geöffnet ist bis 21 Uhr. Ich frage mich langsam, was hier mit dieser Reise los ist. Also, weil es soll doch überall so Menschenmassen sein. Also, in dem Fall muss ich auch sagen, war nichts zu sehen. Das war alles leer, ja. Aber Menschenmassen vielleicht dann gleich, wenn wir da im Yachtclub-Restaurant essen gehen. Aber vorher nochmal Fernsehen gucken, ja, macht man auch hier auf der Reise. Denn, ja, Fernsehen, es gibt ja eben immer so eine Sendung, die hier richtig produziert wird im Studio X. Die kommt gerade jetzt live zwischen 19:30 und 20 Uhr. Die der Entertainment Manager, oder heißt glaube ich Head of Entertainment hier, Tom Ahren in diesem Fall. Das ist er nicht, das ist der andere Herr. Und das ist echt, ja, relativ aufwendig gemacht, muss man sagen. Also, ja, das ist eben so etwas, was es hier in der Form, ja, es gibt es auch auf den anderen Schiffen teilweise, aber nicht so aufwendig, wie es jetzt hier der Fall ist. Und Abendessen heute mal in dem Buffet-Restaurant, das neu ist hier an Bord, nämlich der Yachtclub. Also man mag das hier langsam alles gar nicht mehr zeigen, ja, dass hier so viele Plätze noch frei sind. Also man denkt hier, irgendwie AIDA hat mich bezahlt oder die haben das halbe Schiff evakuiert, damit man so sieht, es gibt Plätze. Also ja, es ist schwierig zu sagen, das ist natürlich nicht immer so, aber auf der Reise muss man sagen hier, es ist kurz nach 20 Uhr, irgendwie Genießerzeit 2 sozusagen hat begonnen. Sehr viel Platz. Ja, Vorspeise bei mir immer gerne ein bisschen gemüseorientiert. Grüner Spargel, dann Vitello Tonnato und dann so Garnelensalat. Dazu Krautsalat mit etwas Mais. Man muss schon sagen, man sitzt hier natürlich nah an Laufwegen. Das ist halt nur so mittelgemütlich dann. Ne? Und der gemischte Hauptspeisenteller aus einem kleinen Stück Lachs bestehend. 2 panierte Shrimps, Rinderfilet in Speck. Gibt es tatsächlich hier auch jeden Abend. Habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Und auch hier in dem Restaurant ist das Essen jeden Abend gleich. Paprikagemüse und Kartoffelgratin mit Spinat. Ich will einen möglichst umfassenden Eindruck bekommen, deswegen auch noch eine kleine Mini-Portion Spaghetti Bolognese. Und Seegangsdinner, nächster Gang, ein bisschen Käse mit, natürlich, ihr wisst schon, ne? Feigensenf. Immer ausreichend hier vorhanden, muss man sagen. Das ist nicht bei allen Reedereien so. Auch bei AIDA sind die Zeiten vorbei, dass man ja die Desserts sich aus großen Schüsseln schaufeln musste. Nee, es gibt jetzt hier heute Cheesecake-Creme mit Erdbeersoße und Tiramisu, beides im Glas, ja. Was es früher so bei AIDA nicht gab, dass es Kaffeeautomaten gab im Buffet-Restaurant, die gibt es jetzt allerdings gegen Aufpreis. Also sage ich, Cappuccino, Guthaben nicht ausreichend, sagt er. Jetzt halte ich meine Bordkarte hier ran und dann sagt er, bitte warten. Ach so, jetzt muss ich erst das Produkt wählen. Cappuccino, 2,40. Komischerweise hat das eben nicht, oh Gottes Willen, es hat nicht hier mit meiner Genießerkarte funktioniert. Oh, das sieht mir so aus, als sei die Milch hier alle. Da ist die Milch alle bestimmt. Servus. Also das war natürlich nichts hier, ne? Die Frage ist, was mache ich jetzt, wenn die Milch hier, also es ist ja, ja gut, das, guck mal, jetzt habe ich 2,40 Euro bezahlt und statt Cappuccino ist hier nur das Zeug drin. Ach, na toll. Ich weiß nicht, was dann mit der Maschine los war, jedenfalls als der Restaurantmanager dann dabei war. Da kam, hat es dann auch wieder funktioniert mit der Milch. Also da ist sie. Ich will ja nicht nur hier die Seite dann zum Gang hin zeigen. Nein, also wenn man mal hier hinguckt, das finde ich ja wirklich irgendwie phänomenal, ne? Was es heutzutage wirklich für große Displayflächen gibt, was offenbar alles zu, ja, darstellbaren Kosten zu machen ist, das ist natürlich wirklich irre, ne? Also das ist in den letzten Jahren einfach sehr viel billiger geworden und sieht wirklich so ganz nett aus, ja. Also wie ist es nun gewesen im Großen und Ganzen? Vorspeise kann man gar nichts sagen, Hauptspeise, sehr leckerer Lachs. Ja gut, das Rinderfilet, das ist halt so ein Buffet-Problem, ne? Das Buffet, das Rinderfilet war doch ein bisschen zu sehr durch dann, ja, aber das ist ehrlich gesagt nichts, was ich jetzt irgendwie vom Buffet bei AIDA irgendwie anders kennen würde, ja, weil es anders kaum geht. Dann hatte ich noch ein bisschen probiert, Spaghetti Bolognese, war auch sehr gut, sehr leckerer Käse. Ja, dann die Desserts, diese kleinen Gläschen, ist jetzt nicht so das Wunder zu erwarten, würde ich sagen, ja, also das machte für mich den Eindruck, als ob das so Pulvermischungen sind oder was, sieht hübsch aus. Es ist sicherlich für die meisten an Bord hier völlig okay. Wenn man ein bisschen Besseres gewöhnt ist, dann denkt man so, naja, geht so.
das war noch eben die Neon-Party, die 90er-Party im Beachclub. Und ja, das ist dann auch schon gewesen für heute Abend, denn es geht morgen ganz, ganz, ganz früh raus, denn es geht ja von Civita Vecchia nach Rom. Und da bin ich mal ja, individuell unterwegs sozusagen, mit einer unabhängigen Tourguide sozusagen, mit der deutschen Römerin, die werdet ihr kennenlernen in der nächsten Folge. Ja. Und wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt da auf den Link und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht.